Gehorcht den Geboten, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. März 22, 2008. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy für all jene, die Ohren haben und hören. Betreffend jenen, welche sagen, der Heilige Geist würde niemals vorschreiben, dem moralischen Gesetz zu gehorchen, den 10 Geboten. Timothy, betreffend diesen widernatürlichen Streitigkeiten, welche deinen Geist plagen, warum lässt du das zu? Doch ich spreche meinen Auserwählten zuliebe, zu den Zahmen und den Ungezähmten, zu den Demütigen und den Unreinen, welche alle in meinen Schoß gelangen, am letzten Tag. Diese Sünde ist ernst und darüber sollte nicht gesprochen werden. Noch sollen Äußerungen auf solche Weise getätigt werden. Doch sie haben es verkündet, sogar in kompletter Ignoranz der Wahrheit. Ja, sie bezeugen ihre eigene Schuld, ohne den Unsinn ihrer eigenen Wege zu realisieren. Das sagt der Herr zu diesen unnützen Kirchen, zu all diesen gesetzlosen Menschen. Ihr sollt den Heiligen Geist nicht lästern. Soll jemand, der meinen Namen verkündet und die freie Gabe der Erlösung empfangen hat, dann hingehen und es verdrehen vor meinen Zeugen als eine Darbietung und die eigene Gerechtigkeit verkünden vor den Menschen? Ich bin der Herr. Ich bin der Herr eurer Gerechtigkeit. Wie kommt es denn, dass ihr vor mich kommt, indem ihr meinen Namen für euch selbst in Anspruch nehmt und sagt, der Herr wohnt in uns und durch die Kraft des Geistes wandeln wir in seinen Wegen? Ihr habt sicherlich falsch bezeugt. Ihr habt euch auf die Seite von Satan gestellt und meinen heiligen Namen gelästert, sogar auf höchster Ebene. Denn ihr steht gerade für das, was ich verabscheue, und behauptet, dass der Geist des Allerheiligsten niemals sagen würde, dem moralischen Gesetz des Vaters zu gehorchen, welches heilig ist, gerecht und gut. Doch ihr fahrt fort mit eurer verdrehten Rede und sprecht gegen das, was durch mich erfüllt und hochgehalten ist, gegen das, was ich selbst verherrlicht habe, in mir selbst, das Heilige beschmutzend und den Teil meiner selbst, welchen ich mit euch geteilt habe, meine Geliebten, das entheiligend, was ich in eure Herzen geschrieben habe, sogar ins Innerste, wonach alle leben sollen. Lästerung, Entheiligung, großer Unsinn, ihr habt Gnade verdreht, den Schöpfer des Lebens in den Schöpfer der Sünde umgestaltet. Törichte Kinder, korrupte Gefäße, soll der Vater des Lichts seinen Heiligen Geist heruntersenden, sogar ein großes Ausgießen über alles Fleisch, damit es sich dann gegen ihn erhebt? Der Herr kann nicht, noch wird er jemals gegen sich selbst geteilt sein. Deshalb, Timothy, und alle, die Ohren bekommen haben, um zu hören, ihr wisst schon, in wessen Geist diese sprechen, denn es ist schon benannt und ist aktuell gegenwärtig in der Welt. Denn es steht geschrieben, und ich hatte es auch gesprochen durch meine Diener, und es wurde durch den Heiligen Geist hervorgebracht. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Tagen einige vom Glauben abfallen werden, um täuschenden Geistern und Lehren von Dämonen Beachtung zu schenken. Diese Geister haben einen Namen. Es ist der Geist des Antichristen. Soll ich denn keine Korrektur anbringen? Soll ich nicht disziplinieren? Soll ich, ja sogar ich, jene, die solche Dinge sprechen, belohnen?
Haben diese nicht eine Rebellion gegen den Herrn angeführt? Lügen ausgesprochen in Scheinheiligkeit, ihr Gewissen versengend, als ob es ein heißes Eisen wäre. Denn diese haben versucht, mich umsonst zu ehren mit ihren Lippen und gleichzeitig halten sie ihre Herzen weit weg von mir. Diese entehren mich und auch jenen Teil von mir, welchen ich ausgegossen habe, von welchen sie erst noch empfangen müssen. Geliebte, die ihr euch selbst nach meinem eigenen Namen nennt, empfangt von mir. Wisst ihr nicht, der Heilige Geist ist von mir und er bewirkt, dass ihr euch an alles erinnert, was ich euch gelehrt habe. Wie kann der Geist denn das Gegenteil sprechen von mir? Kommt zurück zu mir wie ein Kind und ich sage zu euch, ihr werdet gewiss eintreten in meine Ruhe und all diesen Dingen entfliehen, welche über die Erde kommen. Oder tut es nicht und bleibt in eurer Größe und Halsstarrigkeit stehen und ihr werdet sicherlich erniedrigt werden. Eine große Demütigung am Tag des Herrn. Das sagt der Herr, so werdet ihr die Kinder Gottes erkennen. Sie halten die Gebote und haben das Zeugnis von Jesus Christus. Denn wenn einer kommt und das Zeugnis hat, sich jedoch nicht bemüht, die Gebote Gottes zu halten, so ist er ein Lügner und hat nichts empfangen. Und wenn einer kommt und sagt, haltet die Gebote, er hat das Zeugnis von Jesus Christus jedoch nicht, so ist dieser ebenfalls ein Lügner. Diese kennen mich nicht, noch habe ich sie gesandt, denn der Sohn wohnt nicht in ihnen, noch tragen diese irgendwelche Liebe zu Gott in ihren Herzen. Unnütze Diener, mit einem Mangel an Weisheit, nicht in der Liebe des Vaters bleibend. Deren Glaube ist nicht brauchbar, denn das Wissen Gottes ist von ihnen gewichen und in der Folge sind sie dazu übergegangen, all diese bitteren und perversen Lehren der Männer in Macht und Amtspositionen zu zelebrieren. Das wahre Brot abweisen, sogar das Wort aus meinem Mund, nach welchem alle Menschen leben sollen. Diese werden genommen und in die Dunkelheit geworfen werden. Denn ich sage die Wahrheit, die Zeit wird sicher vergehen und die Tür wird verschlossen sein. Diese werden draußen stehen gelassen, wo sie dann über all das blicken können, was sie in ihrer Arroganz aufgebaut haben, daran denken, auf was sie gesessen sind in ihrem Stolz. Jede Lehre, welche sie in ihrem Hochmut hochgehalten hatten, wenn alles zusammenbricht und vor ihren eigenen Augen in Flammen aufgeht. Doch der Herr ist nicht ohne Gnade. Sie sollen ihr Leben behalten, doch sie werden entkommen, wie einer, der durch das Feuer entkommt. So wie es geschrieben steht, denn das Feuer des Läuterers wird toben, sogar siebenmal, und da wird großes Heulen und Zähneknirschen sein. Und alle, die den Namen des Herrn anrufen in jenen Tagen, genauso wie diese vom großen Rest, welche der Herr rufen wird, sollen die Engel Gottes sehen, vom und zum Menschensohn auf- und absteigen. Deshalb tut Buße und kehrt zurück zu Gott in Wahrheit und gebt all diese korrupten und bösen Lehren auf, welche in den Kirchen der Menschen gelehrt werden. Entfernt euch von diesen und beweist, dass ihr wirklich empfangen habt, durch neue Taten und ein reines Zeugnis. Ein wahres Beispiel dafür werdend, dass Christus in euch lebt, wandelnd, wie er gewandelt ist, das machend, was er gemacht hat. Ein Leuchter, ein Leuchtturm der Hoffnung, der inmitten all dieser Dunkelheit scheint. Ein erneuertes und geläutertes Volk für meinen Namen, in meinem Namen, im Namen des Sohnes, so wie es geschrieben ist. Lasst es gemacht sein, sagt der Herr. Liebe
liebe Brüder und Schwestern in dem Herrn, dies ist das Wort des Herrn, gesprochen zu dieser Generation. Wenn diese Worte Ihnen auch einen Dienst erweisen, teilen Sie diese Briefe mit allen Menschen. Die Zeit ist kurz. Helfen Sie mit, diese letzte Trompete Gottes zu blasen. Danke Ihnen und möge Gott Sie auf allen Wegen segnen. In Jesus Christus, Yahushua HaMashiach, ist unsere Erlösung.